Ja, hallo, ich grüße euch. Hier ist die Chrissy. Wir schreiben den 10.8. im Jahre 2011. Also ich muss das hier loswerden. Ich habe ein Video kurzfristig erstellt über eine Attacke, die heute hier bei mir über dem Dach, im Himmel, im Horizont, in Kerken abgegangen ist. Und zwar habe ich heute ein bisschen länger geschlafen als sonst, weil die Nacht sehr unruhig war. Und als ich heute Morgen dann die Rollos hochgezogen habe und gesehen habe, was da am Himmel schon zugange ist, da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und habe also auch leicht oder ja, schnell feststellen können, dass die Sache da weitergeht, dass von allen Seiten Flieger kamen, die Chemtrails hinterlassen haben. Also keine Kondensstreifen, Contrails, sondern Chemtrails. Ich brauche nicht erklären, was das ist. Ja, und dann habe ich einfach mal die Kamera genommen, habe groß gefilmt. Teilweise dann auch Bilder halt eben passend dazu gemacht, damit ihr ein bisschen auch die Uhrzeit seht, passend zu den Filmen. Also ich kann euch sagen, das hat mich heute Morgen traumatisiert. Ich bin darüber total fertig und also ich schaue ja, also ich habe die Möglichkeit, also in den Norden zu schauen, in den Westen und Richtung Süden. Ich habe also drei Möglichkeiten. Was da im Osten passiert ist, weiß ich nicht. Also von da habe ich mir festgestellt, kommen auch einige Flieger, die Chemtrails hinterlassen. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie viele Flugzeuge das waren. Also wenn ihr jetzt hier meint, ich habe hier getürkt, dass das ewig die gleichen Flieger sind. Nein, nein, ist nicht. Ich würde mich selber damit belügen. Es sind andere Flieger, immer andere Flieger. Jede Einstellung ist ein anderer Flieger, außer natürlich die Fotos zu den Filmen. Ich fasse es nicht, was da abgeht. Und ich kriege mich überhaupt nicht drüber ein, dass Leute sagen, es gibt keine Chemtrails. Hallo? Guckt in den Himmel und macht euch eure Gedanken. Ihr habt Möglichkeit, euch zu informieren. Googelt, was das Zeug hält. Oder in anderen Suchmaschinen, wie auch immer. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker und ich möchte das auch nicht mehr hören. Ich kriege mich überhaupt nicht drüber ein und traurig finde ich auch, wenn ich Gespräche suche mit Leuten, dass man dann auf einmal ganz schnell vom Thema wegkommt und hinterher irgendwie auch blöd stehen lassen wird. Also ich finde das abscheulich und also definitiv, wir sind hier mitten im Krieg. Ich habe heute also auch noch, während das hier geladen hat, mir das Buch immer vorgenommen, der Dritte Weltkrieg. Da bin ich also noch nicht ganz mit durch. Und da sind ja so einige Prophezeiungen unter anderem drin. Und also zum Beispiel hier dieser Samuel Cohn, das war ein US-Kernwaffenexperte und Mitbauer der für deutschen Boden bestimmten Neutronenbombe. Das hat zwar jetzt alles was mit der Neutronenbombe zu tun, aber er erklärte auf die Frage nach dem Einsatz der Bombe, die wahrscheinlichste, Entschuldigung, der wahrscheinlichste Schauplatz wäre Westdeutschland. Ich halte es für eine akademische Frage, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, auf welche Art der Feind zu Tode kommt. Das ist ein Zitat aus der Bild-Zeitung, man achte drauf, aus Hamburg vom 16.10.1977. Und ich lebe hier im Westen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir also mit einiger Zeit Gedanken. Ich möchte weg hier, außerhalb NATO-Staaten, außerhalb Amerika. Ich suche für mich jetzt also wirklich ein Plätzchen Erde, wo vielleicht diese ganze Seuche noch nicht ja, so verbreitet ist, wie jetzt zum Beispiel hier in Westeuropa, Nordamerika. Mittlerweile sind sie auch in Australien dran. Ich wäre beruflich unabhängig, das wäre jetzt nicht das Thema. Also ich mache mir Gedanken, ich hau ab. Also ich bin immer noch geschockt und weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, und dann diese merkwürdigen Farben und diese Linien, die da fahren. Also das ist, also ich gucke da hoch und dann denke ich mir, in dem Moment, wo der so einen Bogen schlägt, sieht der das jetzt, dass ich den beobachte und der gibt mir jetzt einen Schlag zurück oder so. Übrigens habe ich bei den ganzen Aufnahmen ein Linienflugzeug gesehen. Das könnt ihr gleich auch erkennen. Das könnte ich anhand des Radarschirms ausmachen. Ja, also mich wundert ja sowieso nichts mehr. Ich habe in einem anderen Video ja auch einen Flieger gesehen von der Company Ryanair. Das ist ja, die sitzen hier in Weeze, da ist halt eben deren Flughafen. Der hatte auch gesprüht, also wundert tut mich in der Hinsicht nichts mehr. Ein Foto habe ich übrigens auch dabei, und zwar
Also morgens ist das so, das muss ich so erklären. Morgens ist das so, dass meine Dachfenster ziemlich feucht von außen sind. Also Tröpfchen haben sich dort gebildet. Und das dauert immer eine Zeit, ehe die weg sind. Also in einem, da ist übrigens das. Naja, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Takt gekommen. Aber also wie gesagt, die Tröpfchen auf meinen Schaden, das dauert dann immer eine Zeit lang, bis das weggeht. Und mir ist aufgefallen, wenn so ein Fallout kommt, dass man, das habe ich auch an meinem Auto erlebt, hier auf den Fensterscheiben, mein Dachfenster kann man das ja wunderbar erkennen. Dass da was Gelbes, Gelbartiges runterkommt, dickflüssig, glaube ich, meiner Meinung nach. Und drumherum, wo sich halt eben diese Feuchtigkeit aufgehalten hat, von dieser Nachtfeuchtigkeit, sage ich jetzt mal, habe ich den geknipst und das sieht so aus, als ob das irgendwie ölig ist. Also das ist schon eine merkwürdige Sache. Da werde ich aber auch ein anderes Video mal erstellen. Und zwar habe ich einige diverse Materialien gesammelt, die fast schon beweisen, ja, die, ich sage jetzt einfach mal für mich beweisen, was dieses Zeug, was die da versprühen, anrichtet. Nicht nur in Anführungszeichen hier mit unserer Gesundheit, sondern auch ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich fahre ein schwarzes Auto, dass mein Lack total beschädigt ist durch die ganze Scheiße, was darunter kommt. Ich habe das also auch abfotografiert, dann weggewischt, man konnte genau sehen, da war dann wieder dieser, ja, ölige Fleck, sage ich jetzt mal. Und das zuhauf an meinem Auto. Und ich kann nur sagen, ich bin echt stinkig, ich bin enttäuscht, ich bin traurig zugleich. Und ich könnte am liebsten, möchte ich hingehen, alle Leute aufklären, vor allen Dingen Kinder, Familien mit jungen Menschen, mit Kindern, mit ganz kleinen Kindern. Meine Güte, was soll aus uns werden? Und ich kann das gar nicht. Ich muss jetzt erstmal Luft holen. Das jetzt auch nochmal eben verinnerlichen. Achso, übrigens, bei der Gelegenheit, ich möchte mal meinen schlechten Ton entschuldigen. Und zwar habe ich ja hier kein Mikrofon, ich habe also lediglich mein Lappy jetzt im Moment zur Verfügung. Und da gibt es ja diesen Audiorekorder und da spreche ich halt eben drauf oder singe oder nimm was ich was auf. Und dummerweise ist der Ventilator von meinem Lappy also ziemlich laut und deswegen hört sich das immer so ein bisschen blechern an. Also nimmt mir das nicht übel, weil mein anderen PC, bei meinem Haupt-PC ist im Moment gerade die Soundkarte kaputt. Ich muss mir da unbedingt eine neue kaufen, bin aber irgendwo noch nicht wirklich dazu gekommen. Ja, das mal nur so zur Info, warum ich also so eine im Moment sehr schlechte Tonqualität habe. Ist nun mal so, aber ich verspreche euch, ich arbeite daran, dass es also auch anders wird. So, jetzt muss ich mir mal erst eine Zigarette holen. Zieht euch das mal weiter rein. Ich muss mir jetzt eine rauchen und ich sag mal bis gleich. Nee, das kann man nicht. Also, das kann, ey, guckt euch das mal an. Das ist auch so ein Flieger gewesen. Also, der hat ja diesen Wogen nachher geschlagen und den hatte ich ja auf der Nordseite schon gesehen. Jetzt geht er ja Richtung Süden. Und die ganze Strecke, ich weiß nicht, wie viel Kilometer der da geflogen ist, der hat nicht einmal aufgehört zu sprühen. Selbst als er dann hinterher später, das könnt ihr jetzt nicht so gut erkennen, durch die Wolken durch ist, machte der weiter. Der hat nicht einmal seine Düse da abgestellt. Also ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Und ja, ich hoffe nur, also ich kann gar nichts mehr sagen. Ich bin geplättet. Ich bin auch aufgeregt jetzt. Ich kriege mich überhaupt nicht drüber ein. Und ich habe auch schon wieder gemerkt, dass mein Blutdruck dadurch extrem in die Höhe gegangen ist. Und ich darf mich eigentlich gar nicht aufregen. Zumal es in dem Moment doch sowieso nicht so psychisch gut geht. Und naja. So, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Eindruck hinterlassen. Ihr kennt es jetzt auch so ein bisschen, oder ihr habt rausgehört, wie nervös ich dieser Sache gegenüber bin, auch in Verbindung mit Hab. Übrigens, wenn das Video dann gleich kurz bevor es dann zu Ende ist, könnt ihr dann nochmal Fotos sehen, nachdem das da gelaufen ist, diese ganze Aktion, wie der Himmel sich ruckzuck durch Hab verändert hat. Also das ist der reinste Horror. Ich sage für heute mal Tschüss. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis später mal. Die Chrissy.